Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago, und diese Therapie ist nach kostenlos. Wir sind hier bei der Junk-Ausgabe von der Games of Dwarf und versuchen uns gerade hier ein bisschen wieder den Arsch zu retten. In der oberen Sektion haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die Orks den Arsch versohlt und sind jetzt dabei, hier ein bisschen für Licht zu schaffen, indem wir ja lustige Fackeln aufstellen. Genau, einmal hier diese dahin. Und dann werden wir ja auch das Ganze mal begradigen hier. Das kann ja sicher keiner anziehen, das krumme, schiefe Zeugs hier. So, da wird das nämlich mal kurz begradigt. Und dann können wir ja auch gucken, dass wir hier weiter tiefer graben. So. Hier sammeln wir erstmal fleißig das Licht jetzt hier ein. Und dann gibt es ja noch das Problem, dass wir da noch ein paar Freunde vor der Tür stehen haben. Also, haben wir ihn, du bist noch unspezifiziert, dich lassen wir nochmal das, was du bist. Wir gehen mal hier, genau, Militär. Wir gucken mal Militär durch, ob irgendjemand da ist, der eine Beförderung haben möchte, sieht aber nicht danach aus. Das bedeutet für uns eigentlich, dass wir ja Puppen bauen müssen, damit sie trainieren können. Zum Beispiel solche Puppen. Da fehlt uns momentan das Eisen. Super, kein Eisen. Ja. So, können wir das hier verkaufen? Ja. Das Dilemma, was wir hier haben, ist, dass wir hier nicht groß weiterkommen. Da gucken wir, wie wir da rankommen. Ich habe hier eine witzige Idee. Die Frage, ob wir das wirklich tun sollten. Okay. Wir haben jetzt hier oben das erstmal begradigt. Dann können wir ja gleich mal eine Fackel nehmen, ja. Und da eine hin. Und den hier mal den Weg in die Breite ziehen, ja. So, so. Auch können wir mal einfach gucken, was sich hier hinten verbirgt. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Immerhin haben wir ja schon einen Magier, gelben da direkt vor der Tür. Der nicht so begeistert ist, dass wir seine Hütte angebohrt haben, beziehungsweise schon ihn einmal aus dem Maul gehauen haben. Da war der nicht hier, war der not amused. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Bei den gelben Magier haben wir schon mal einmal die Nase verbogen. Oh, Gold. Gold ist super. Gold nehmen wir auf alle Fälle mit hier. Dankeschön. Okay, das nehmen wir auch mit. So. Die Frage ist, wie machen wir denn hier jetzt weiter? Den würde ich ja gerne ein bisschen attackieren, aber das funktioniert leider nicht so. Naja, müssen wir mal schauen. Da habe ich noch keine Idee, außer große Streit macht und auf ihn. Mit Gebrüll und so. Ah, dritter Forschungspunkt. Was nehmen wir denn dafür? Wir können die bessere Türen machen, aber das bringt uns jetzt nicht so wirklich voran. Aber irgendwas müssen wir mit dem Forschungspunkt machen. Den haben wir nun mal da. So. Also, können wir hier mal den obligatorischen, ich ziehe das Eisen, den breiten Schritt machen, ja. Oh, hier das auch. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier finden. Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm ist. Ah, bloß wieder mal ein Gnomen. Das ist ja, will ich mal. Angenehme Abwechslung. Im Gegensatz zu dem da drüben, wo ich jetzt schon wieder weiß, dass es Stress gibt. Na, gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen so in die Richtung kommen. Da können wir die Schier die Tür hinsetzen. Alles klar. Bohren wir uns da weiter rein. Die hacken erstmal hier den ganzen Quatsch raus. Ja, da haben die erstmal genug zu tun. Und, da noch das Lämmchen der Wege. Die können den Gnomen ja noch nicht besuchen gehen. So, jetzt kommen die Truppen hin zu unserem Gnomen. Reißen wir ein bisschen den Arsch auf. Apropos Arsch aufreißen. Wir sollten mal gucken, dass wir hier wieder mal ein paar Trainingspuppen hinkriegen. Ah, nee, Trainingspuppen war ja doof. Wir haben ja auch eine lustige Idee. Wir wollen Pflanzen haben. Und zwar verkaufen wir ja mal zwei von den Pflanzen.
Gehen wir hier rein, Pflanzen, Holz, bessere Holzpflanzen, 2 Stück. Das heißt automatisch mehr Holz zum Verkaufen, das heißt mehr Kohle. Oh, hier oben war ja auch noch welche gewesen, die fällt mir ja gerade so spontan ein. Ah, die sind ja auch nicht so schlimm. Oh, die, gut, nehmen wir zurück mit denen, sind ja nicht so schlimm. Da sollten wir mal gucken, nochmal hier nochmal. Bautechnisch vielleicht noch ein bisschen was mit den Fallen machen. Auf alle Fälle die da. Und die da. Ah, da fehlt die Kohle. Aufmachen hier. Die können sich bloß da hochporten, aber da kommen sie auch nicht hin. So. Da mal bessere Holzpflanzen. Oh, Holz haben wir ja wieder gigantisch viel, sehe ich ja gerade. 2000, können wir ein bisschen Kohle ja verkaufen, ja. So. Und was wir auch tun sollten, ist sowas hier. So. Was können wir noch einstellen hier? Ah, da fehlt uns immer ein bisschen was. Für uns Eisen. Sollen wir Eisen kaufen? Können wir Eisen kaufen? Ja, kaufen wir. Passt schon. Ne, brauchen wir noch mehr Eisen. Ein bisschen Geld war ja schon noch im Töpfchen. Da können wir gleich noch... So. Er kommt ja schon an, baut das gleich wieder. Nehmen wir nochmal den 32er. Der ist ja natürlich nicht gerade ohne. Sollen wir mal gucken, was unsere Truppen so treiben, ob wir irgendwelche haben, die wir befördern können. Aber aktuell interessiert sich keiner für unsere Trainingspuppen. Und da war... Ah, hier können wir bloß zum... Alles klar. Das war Frischfleisch. So, dann hack du mal den ja auch bitte raus. Dankeschön. So. Hier geht's noch weiter. Brauchen wir eine Leiter, damit wir nach oben kommen. Genau. Dann kommen wir an allen Ecken schon ein Stückchen voran. Ah, es war wieder ein Forschungspunkt. Wir können ja Spaß haben, mal gucken, was passiert, wenn wir hier sagen, ja. Wir nehmen so eine lustige Leiter, stellen die da hin. In dem Fall gehen wir schon gleich auf Verkaufen. So. Okay, war eine super Aktion. Haben wir den gleich in der Hütte. Na gut. Ist jetzt nicht so evil. Der ist bloß einer. Jo, unser Bollrad, der reißt ja schon förmlich den Arsch auf. Oh. Vielleicht sollten wir gleich mal aufs Ganze gehen. So, der kommt hoch. Oh, tja. Okay, da wird ein bisschen attackiert. Oh, hier haben wir noch eine Möglichkeit, ihn zu graden. Aber Fernkämpfer draus. Ich hoffe mal, das wird ja gleich ein ganz großes Desaster. Ja, es wird ein großes Desaster. Da ist der erste down. Ne, ja, wir haben schon wieder mal einen verloren. Aber so geht es jetzt voran. Es sind die richtigen Leute vor Ort. Damit geht das dann besser voran. Da können wir ja ein bisschen den Verlust kompensieren hier. Einen haben wir ja davon noch hier. Du wirst Militär. Okay, da ist wieder einer down. Eieiei. Jetzt verlieren wir aber massiv Truppen. So, wieder einer dazu. Ja, wieder einer verloren. So. Du kommst dann doch mal weg hier.
Ja, ihr werdet aber... Ah, das Problem ist, dass der immer blockt. Ah. Ah, wieder einer down. So, aber unser Berserker hat die Sache geklärt. Das kommt super. Nee, den will ich dir verkaufen. Wird das hier verkaufen. Und das da. Und das da. Ja, hat ein paar Opfer gefordert, aber das lässt sich dann nicht vermeiden. Aber ist jetzt so. Also, deswegen haben wir wenigstens jetzt mal die kritischen Ecken jetzt so ein bisschen wieder bereinigt. Also, wissen wir, so ein 32er ist noch nicht ohne. Dann mal einfach kaufen hier. So, Kohle-Chefin ist jetzt das A und O. Weil Kohle bedeutet wiederum, dass wir... Oh, da ist noch Eisen. Sollten wir auf alle Fälle rausnehmen. Eisen müssen wir uns rauskratzen. Ja, das können wir nicht einfach so lassen. Eisen ist nämlich Mangelware. Falls ihr noch nicht mitgekriegt habt. So. Naja, hier ist auch relativ harmlose Geschichte. Tür bauen. Und zwar so eine hier. Wir bauen eine Tür. Und zwar so rein. Und dazu bauen wir passend, haben wir auch gelernt. Oh, da müssen wir nach oben gehen, da müssen wir die erstmal abreißen. Wo war das jetzt hier gewesen? Ah ja, hier. Wenn wir die Fallen abreißen, damit wir die Energie weiter verkaufen können. Weiter nutzen. Nutzen, nicht verkaufen. So, Fallen nochmal hier. Ach ne, da sind die Generatoren. Einmal die Falle. Oh, auch fertig machen. Können wir endlich noch kleine Fußbodenfalle? Ne, da fehlt uns jetzt das Eisen. So ein Mist aber auch. Okay. Auch mal hier breit ziehen. Und dann haben wir das auch soweit klar gemacht. Hier wollen wir die Fackel verschieben. Super. Dann gehen wir mal hier, nochmal das Zeug verkaufen können. Ja. Braucht ja sowieso alles nicht mehr hier. Und dann werden wir sehen, dass wir da ein bisschen Material kaufen. Nachdem wir das das Holz verkauft haben. Dass wir dann sehen, dass wir ein bisschen Material gekauft kriegen. Zum Beispiel auch mal Eisen. So, kurz hier reingehen und verkaufen. Einfach mal die Geldtaschen füllen. Ja, einmal Eisen gekauft. So können wir Militär mal ja Problem. Wir hatten ja ein paar Verluste. Du wirst da, du wirst auch so da. Und Soldatenaufgaben verteilt. Und dann gehen wir hier nach unten und gucken mal zu, dass wir ein paar Trainingsproben hinkriegen. Oh. Noch mal Trainingsproben da. Gold haben wir auch da. Da können wir gucken, nochmal hier ein bisschen. 1, 2, 3, genau. Die Holzpflanzen wechseln. Zu den, die ein bisschen mehr Ertrag haben. Und bei der Gelegenheit können wir gleich ein bisschen Holz verkaufen. Ja, auch erledigt. Rohstoffe finden wir ja leider nicht so viel. Also wird man das mal auf die Art und Weise machen. Ich hoffe mal, das bringt dann aber auch den gewünschten Effekt. Die Freunde sind am Trainieren, das ist super. Da gibt es was zu essen. Alles klappt auch wie am Schnürchen. Und wir können weiter mal hier ein bisschen die Dinger verkaufen. Und das Zeug mal klonen. So. Ah ja, steht schon, deswegen. Essenstechnisch sind wir auch super dabei. Da können wir mal gucken, ob wir vielleicht hier unten auch nochmal... Ja, das geht. Da können wir nämlich hier nochmal das Holz verkaufen. So, dann machen wir nämlich ja auch die guten Pflanzen rein. So, drei Forschungspunkte haben wir auch. Oh, was haben wir denn hier?
alle eure Feinde erhöhen den Schaden. Das ist gerade, kommt auch super, weil wir gerade ein paar Feinde ja produziert haben, um die Orks da ein bisschen die Nase verbiegen. Und sonst, gucken wir mal. Die Leute sind am Trainieren. Da können wir leider noch einen befördern, wenn wir schon mal hier sind. Wir brauchen mal Eis. Ah gut, das Eisen besorgen wir uns mal beim nächsten Mal, weil unsere Zeit ist nämlich schon wieder rum. Wir können uns am nächsten Mal weiter freuen über unsere Zwerge. Kommen wir so langsam aus der Bredouille raus, haben wieder ein paar Ecken bereinigt, sage ich jetzt mal so. Es hätte besser laufen können, aber gut, ist jetzt so. Bis dahin bleibt eigentlich nur noch das hier. Ja, genau, Endcut ist angesagt, das ist das Ende der heutigen Folge und zwar markieren wir das mit der Videoempfehlung von Bioshock, Let's Play Bioshock 1, hier die Videoempfehlung, super unterwegs in Rapture, könnt ihr gerne mal gucken, was wir da so getrieben haben. Das nächste wäre der YouTube-Button, da könnt ihr gucken, was wir sonst noch auf dem Kanal treiben, was es sonst so Schickes zu sehen gibt. Mich würde es freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Gleiche geht auch für den Social-Media-Kram, Google+, Facebook und Twitter. Links dazu als QR-Code oder einfach unten in der Videobeschreibung. Genau, wir haben das multifunktional unten auch in der Videobeschreibung. Unter der Videobeschreibung gibt es den Kommentarbereich, den man auch gerne nutzen kann und nicht nur die Kommentare lesen, weil ich möchte gerne Kommentare beantworten. Dafür müsst ihr erstmal welche schreiben. So, das war's jetzt auch von mir. Ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.